Der Verband Deutscher Archivare hatte am Wochenende 7. und 8. März zum bundesweiten Tag der Archive aufgerufen, inzwischen schon zum 10. Mal. Auch die Hansestadt Wismar hat sich beteiligt und bot jedermann die Möglichkeit, einen näheren Blick auf die Geschichte seiner Heimatstadt zu werfen. Verschiedenste Einrichtungen hatten ihre Räume geöffnet, auch das Landesfilmarchiv in Wismar. Ein großer Tag für Karl-Heinz Steinbruch. Er baute den Besuchern eine kleine, aber hochinteressante Ausstellung auf. Die Aufgabe des Landesfilmarchivs ist die Sicherung aller in Mecklenburg-Vorpommern gedrehten Filme oder Filmschaffenden zu archivieren. Zusätzlich bietet das Filmbüro Plakate, Filmprogramme und Filmzeitschriften oder eben auch historische Technik. Mit viel Liebe zum Detail stellten Karl-Heinz Steinbruch und Thomas Genig Technik und Filmformate vor. Gemeinsam mit Sabine Mattisen, der Geschäftsführerin des Filmbüros, sprachen sie über Anekdoten und Besonderheiten, über Entwicklungen in den Standards und der Qualität der alten Produktionen. Das Interesse war trotz der frühen Morgenstunde groß. Ja, ich bin begeisterter Kinogänger, ich gucke gerne Fernsehen und Filme sind auch historisches Gut, das weiß ich. Und das interessiert mich, wie damit umgegangen wird, um das dauerhaft zu bewahren. Der Keller hat mich am meisten interessiert. Ich bin nicht hier, um die Filme mir anzugucken. Das kann ich sowieso nicht, da kann man ja bloß einen ganz kleinen Ausschnitt sehen. Sondern ich möchte wirklich sehen, wie das verwahrt wird, dass es eben dauerhaft erstmal erhalten bleibt. Aber andererseits eben auch die Frage, wie es der Nutzung zugeführt wird. Das interessiert mich, weil man es ja auch gerne weiter nutzen möchte als Bevölkerung. Ich war noch nie hier und wollte mir eigentlich mal die ganzen Geschichten hier, wie das alles aufgebaut ist, eigentlich mal ansehen und wie das bewirtschaftet wird. Das war eigentlich für mich mal ganz interessant, mal zu sehen. Ja, das sind die wirtschaftlichen Umstände, die überall immer diese Zwänge verursachen. Ne? Schade ist es. Aber ich weiß auch nicht, wie man die Politik dazu überzeugt, mehr Geld zu investieren. Ne? Was man eigentlich machen müsste, um das alles der Nachwelt auch bereitzustellen. Ne? Der Film, die letzte große Kunstform des vergangenen Jahrhunderts, vom Zelluloid bis zum Magnetband, sollte irgendwie erhalten werden. Was wünscht sich der Archivar in der Zukunft? Dass es weitergeht, dass wir endlich zu Strukturen kommen, die zukunftsweisend sind, dass wir sagen können, uns gibt es auch in 10 Jahren noch. Das wäre das Beste. Das können wir momentan aber noch nicht sagen. Die Historie, also unsere Geschichte, liegt eben auch in den Archiven. Doch bevor sie da verstaubt, sollte sie genutzt werden. Denn wer wusste schon, wie viel Filmland in Mecklenburg-Vorpommern steckt, als die Filmindustrie gerade anfing, hier zu drehen?